Servus YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich euch heute in der Zusammenarbeit mit Konami das neue Spiel bzw. die App Yu-Gi-Oh! Crossduel vorstellen. Und ja, wie bereits erwähnt, das ist eine App, das heißt, ihr könnt die auf euren Mobiltelefon runterladen, auf euren Tablets und überall da, wo ihr eben Zugriff auf euren App Store habt. Und wenn ihr das Ganze wirklich ganz schnell downloaden wollt, dann seht ihr hier neben mir einen eingeblendeten QR-Code. Darüber könnt ihr euch diese App direkt runterladen und dann auch Crossduel letztendlich mit euren Freunden spielen. Und ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, was ist Crossduel überhaupt, was kann man da drin so machen und wie komme ich an meine Karten, was sind die Möglichkeiten, und genau all diese Fragen, die werde ich euch heute erklären. Wir werden das Spiel auch mal gemeinsam anspielen. Da seht ihr dann generell auch mal, wie das Ganze funktioniert. Und ja, ich würde sagen, schreibt mir eure Meinung zu den neuen Spiel Yu-Gi-Oh! Crossduel und generell auch zu diesem Video gerne mal in die Kommentare. Däumchen nach oben, freue ich mich auch drüber. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal und gehen rein ins Spiel. So, da wären wir dann auch direkt im Spiel angekommen und ich würde sagen, wir starten das Ganze einfach mal, indem man einfach hier direkt drauf klickt und ja, auf jeden Fall schon mal sehr schön das Ganze von den Bewegungsprozessen oder generell auch die Darstellung gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe das Spiel jetzt natürlich schon ein bisschen angespielt, das heißt, normalerweise, wenn ihr das Spiel jetzt starten würdet, dann würdet ihr noch ein schönes Tutorial bekommen und eine wirklich komplette Erklärung, wie das Ganze funktioniert, und das versuche ich jetzt mal für euch zu übernehmen, denn jeder kann sich hier am Ende oder generell auch verschiedene Spielpartner freischalten. Das ist dann hier auf der rechten Seite die Möglichkeit. In dem Fall könnt ihr hier zum Beispiel als oder erstmal Kaiba aussuchen. Das ist einer der ersten Charakter, den ihr dann auswählen könnt. Wir schalten ja zusammen nochmal einen weiteren frei, und das ist jetzt in dem Fall, müsste das, glaube ich, jetzt hier Yugi sein. Zumindest, ja, ich glaube, das ist auch der Yami Yugi letztendlich, und da schauen wir jetzt mal drüber, wie das Ganze so aussieht, wenn man sich da noch neue Partner freischaltet, denn man kann auch dort gewisse Unterstützung nochmal bekommen. Und ja, da sind auf jeden Fall noch ein paar, ja, letztendlich Sequenzen, wo man das Ganze nochmal zusammen ein bisschen durchspielen kann. Auf jeden Fall macht es eigentlich schon Sinn, sich das durchzulesen, das würde ich euch empfehlen. Ist halt so ein bisschen aufgebaut wie im Anime, sodass das auf jeden Fall möglichst ansprechend ist, dass man da auf jeden Fall noch Duelle gegeneinander spielen kann und dass dann so eine kleine Story auf jeden Fall mit reinkommt. Jetzt würde ich sagen, ich will mit dir zusammenspielen, würde ich mich dazu entscheiden, zwischen diesen beiden Auswahlmöglichkeiten hier. Und ich glaube, der ist dann auch schon unser neuer Partner. Okay, das heißt, Yugi würde gerne sehen, wie wir spielen. Die Frage sehen wir dann jetzt auch gleich schon erstes Duell. Ah, ich kann den Partnercharakter einstellen. Okay, das heißt, jetzt können wir das auch so, oder kann ich euch direkt mal zeigen. So sieht das dann aus. Das heißt, wir haben jetzt hier zwei Partnercharakter von Normal Yu-Gi-Oh!, dann haben wir Yu-Gi-Oh! GX oder GX, und dann kann man dann hier auf jeden Fall auch noch weitere auswählen und bei Yu-Gi-Oh! 5Ds und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt da einige Möglichkeiten. Seht ihr hier oben, es gibt auf jeden Fall schon einiges, was ihr da machen könnt. Dann gehen wir nochmal wieder zurück ins Hauptmenü, denn das, was euch wahrscheinlich allermeisten interessiert, ist, wie bekomme ich meine Karten? Ihr seht hier oben erstmal, dass wir verschiedene Währungen haben. In dem Fall schauen wir uns die, denke ich, am besten mal an oder im Shop ganz kurz. Denn auch hier gibt es ein Shop-System. Da starten wir mal bei den Kristallen. Und da seht ihr, dass ihr auf jeden Fall für einen kleinen Betrag verschiedene Währungen kaufen könnt. Letztendlich benötigt ihr die Währung dann auch, um im Spiel euch neue Karten freischalten zu können. Allerdings müsst ihr die nicht kaufen, die könnt ihr auch so bekommen, denn man bekommt Anmeldebonis für jeden Tag, den man sich quasi hier einloggt. Und na, da gibt es auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten. Dann gibt es einmal den Button Karten tauschen. Habe ich auch schon ein bisschen vorbereitet, denn hier ist es auch so, dass man sich letztendlich alle Karten, die man haben möchte, selber basteln kann. Ich meine, wir können jetzt hier mal auf eine Karte gehen. Ich hoffe, ich finde eine, die ich jetzt oder die wir mal zusammen bauen können. Ich schaue mal, der mystische Raum, Typhoon. Dann muss ich jetzt hier zum Beispiel wählen und zerstöre eine Fallenkarte. Gehen wir jetzt mal auf Tausch, das ist der Effekt. Dann wähle ich jetzt einfach mal Nachladen, würde ich sagen, die wir noch haben. Die wählen wir mal, die ist einmal ausgetauscht. Dann wählen wir noch die da. Das ist einmal die. Dann noch der finstere Resonator. Und dann haben wir noch hier die Burst Trenix. Und dann kann ich hier einfach auf Tauschen klicken. Das heißt, diese vier Karten habe ich jetzt ausgesucht. Gehe dann auf Weiter. Und dann habe ich jetzt alle Karten, die ich eben ausgewählt habe, quasi zerbröselt.
und habe mir dadurch dann den mystischen Raum Typhoon selber gebaut, den ich dann in meiner Kartenliste habe. Und so kann man das mit ganz vielen verschiedenen Karten machen. Und so kann man sich dann letztendlich auch das Deck bauen, was man am Ende gerne haben möchte. Also ich denke, das ist auf jeden Fall schon nochmal eine gute Option. Dann gehen wir mal auf den Medaillenshop. Achso, nee, bevor wir jetzt noch in den Medaillenshop gehen. Wir gehen nochmal ganz kurz einen Step zurück, denn, wobei, nee, das zeige ich euch später nochmal. Wir gehen doch jetzt erstmal in den Medaillenshop. Denn der Medaillenshop, der ist auch relativ wichtig, weil ihr euren Monstern letztendlich auch verschiedene Fähigkeiten geben könnt. Da kommen wir dann im nächsten Schritt nämlich dazu. Und im Medaillenshop zum Beispiel kann man sich verschiedene Punkte freischalten, um seine Fähigkeiten relativ schnell verbessern zu können. Gibt da zum Beispiel auch hier über diese Medaillen Exodia die Verbotene oder bei Sonstiges zum Beispiel, da können wir jetzt hier mal was kaufen. Das sind dann auf jeden Fall dreimal Energiewiederherstellungsgegenstände. Würde ich sagen, die kaufen wir uns einfach mal ganz kurz, einfach mal, damit wir es gesehen haben. Und die können wir dann letztendlich auch wieder benutzen, wenn wir dann später in unserem Deck drinne sind. Und da würde ich jetzt gerne als nächstes hingehen. Denn im Deck, oder ja, da gehen wir auch mal auf Karten, gehen wir auf Deck ändern. Da habe ich jetzt hier erstmal so ein Starterdeck. Das bekommt ihr auch, wenn ihr das Spiel neu gestartet habt. Dann bekommt ihr auch das Starterdeck. Und da seht ihr jetzt, dass ich hier alle meine Charakter voll ausgerüstet habe mit Fähigkeiten. Also das sind, ich zeige euch das mal am Blue Eyes, dann könnt ihr hier auf diesen Pfeil klicken, da kommt ihr generell in so einen Skillbaum oder in so eine Art, wo man verschiedene Fähigkeiten freischalten kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine neue Fähigkeit freischalten möchte, dann seht ihr hier, was die erfordernden Materialien sind, um mir die weitere Fähigkeit letztendlich freizuschalten. Und damit kann man sich halt komplett ausrüsten. Jedes Monster kann halt auch mehrere Fähigkeiten besitzen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier ausgerüstet, wenn Beschworen, wähle und zerstöre ein Monster der Stufe 4 oder niedriger. Das ist auf jeden Fall schon eine der stärkeren Fähigkeiten. Gibt aber auch noch weitere. Wenn beschworen, erhält er 200 ATK, nee, beziehungsweise in dem Fall 200 Death. Und hier am Ende der Battle Phase erhalte 400 ATK, betrifft die Grund-ATK. Das heißt, es gibt auf jeden Fall hier ganz viele verschiedene Fähigkeiten. Und wenn man dann im Skillbaum mal schaut, dann kann man, wenn man bis hinten hindurchgekommen ist, kann man richtig starke Fähigkeiten wählen. Zum Beispiel hier die Meisterfähigkeit, die einzigartige Fähigkeit dieses Monsters antippen und Details anzeigen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Wenn beschworen, wähle und zerstöre ein Monster. Das ist super stark, weil momentan ist die Fähigkeit bei mir noch so, dass ich nur ein Monster der Stufe 4 zerstören kann. Können wir gerne mal drüber lesen. So, genau, aktuell ist es so, aber das ist natürlich auch schon eine super gute Fähigkeit, an die kommt man super schnell und eigentlich auch super leicht ran. Da muss man halt ein bisschen Spielzeit investieren, um dann hinten letztendlich anzukommen. Aber ich denke, das System dahinter gefällt mir sehr gut, weil so kann man nämlich auch aus normalen Vanilla-Monstern Effektmonster machen. Wir ziehen jetzt. Und ich guck mal, wir nehmen einfach mal den geflügelten Kuribo. Den ziehen wir jetzt mal in unser Deck. Jetzt hätten wir theoretisch zu viele Karten im Deck. Das heißt, wir nehmen einfach mal den Stachelschraubenigel, den nehmen wir mal raus. Gehen auf den Kuribo und gehen da mal rein und schalten eine Fähigkeit frei. In dem Fall, wenn er beschworen wird, bekommt er 200 Angriffspunkte. Und dann bestätigen wir das Ganze und dann haben wir diese Fähigkeit auch schon freigeschaltet. Also ihr seht, das ist wirklich ziemlich simpel. Das bekommt ihr auf jeden Fall hin. Und dann seht ihr ja, hier ist das Monster aktuell noch ein normales Monster. Und wenn ich jetzt die Fähigkeit reinziehe, seht ihr hier, die Farbe verändert sich. Denn dann wird das Monster zum Effektmonster, denn es hat ja dann einen Effekt. Das heißt, ihr könnt euch eure Monster quasi so anpassen, wie ihr das auf jeden Fall für richtig haltet. Also ich glaube, das System hinter dem Deckbuilding habt ihr auch verstanden. Insgesamt kann in eurem Deck auf jeden Fall 20 Karten drin sein. Es gibt auch Zauberkarten und es gibt auch Fallenkarten, die man übrigens auch im Spiel verwenden kann. Aber ich würde sagen, das erkläre ich euch später nochmal. Und dann gibt es immer noch die Signaturkarte. Und die hat man zum Beispiel immer auf seiner Starthand. Das heißt, wenn ihr, egal welches Duell spielt, diese Karte befindet sich auf eurer Starthand. Und Signaturmonster sind zum Beispiel, die habe ich jetzt auch noch, den Utopia. Oder der Black Luster Soldier ist, glaube ich, auch eine Signaturkarte. Und bei Zaubern Fallen ist es so, die könnt ihr tatsächlich in der Battle Phase oder wenn ihr euren Spielzug beendet habt, einsetzen und sie dann halt direkt aktivieren. Und bei Fallenkarten hängt es dann letztendlich auch da ein bisschen davon ab, ja, was oder wann du sie aktivierst. In dem Fall, wenn wir jetzt hier mal die Verstärkung nehmen, wenn ein Monster, dann das, nee, wenn eines deiner Monster in Angriffsposition gegen ein gegnerisches Monster kämpft, erhalten alle deine Monster in Angriffsposition 400 ATK. Und das muss man dann halt auch entsprechend timen, weil die aktivieren sich quasi direkt dann, wenn sie könnten. Und da muss man halt auch gucken, ja, wann ist das gut abgetimt. Aber ich denke, auch hier, das habt ihr verstanden, das Deck wollen wir jetzt nicht speichern. Das verwerfen wir jetzt mal, weil ist jetzt eh erstmal das Starterdeck. Und wie gesagt, das bekommt ihr am Ende alle. Und ihr seht schon, vier Spieler, Tag und Überfall. Es gibt da verschiedene Spielmodus. Man kann das Spiel auf jeden Fall mit bis zu vier Spielern spielen. Werdet ihr auf dem Kanal ja auch noch zu sehen bekommen, dann im Tag-Duell und dann im Überfall. Da spielt man auf jeden Fall auch gegen verschiedene große Monster und da kann man sich auch zusammenschließen. Dann gibt es hier den Kartenkatalog.
Da wollen wir auch nochmal ganz kurz reinschauen. Da kann man sich auf jeden Fall alle Karten hier nochmal anschauen, was es so gibt. Oder da kann man sich auf jeden Fall auch so ein bisschen noch informieren. Dann haben wir noch den Tresor. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal interessant, denn man kann sich mit Karten, die man doppelt hat, seine Karten oder letztendlich Medaillen verdienen. Und deswegen gehen wir jetzt hier mal rein. Die Karte zum Beispiel habe ich doppelt. Die wähle ich jetzt einmal aus. Den habe ich auch zweimal. Wähle ich noch zweimal aus. So, die wähle ich jetzt mal aus. Dann klicke ich auf Weiter. Und dann wandle ich die ganzen um. Und dann gehen wir auch umwandeln. Und damit bekomme ich 8 neue Medaillen. Medaillen, habt ihr euch vorhin gemerkt, könnt ihr euch neue Bossmonster letztendlich mit freischalten. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal die Monsteranpassung, über die ihr eben auch schon mal reingekommen seid. Jetzt gehen wir nochmal auf den Blue Eyes. Das ist einfach nur nochmal das, wo man die Monster direkt anpassen kann. Das heißt, da kommt ihr nochmal leichter zum Skillbaum. Aber ich denke, das versteht man eigentlich auch relativ schnell, wenn man hier nochmal reingeht. Ich denke, soweit erstmal die Basics. Und dann gibt es die Karten-Gacha. Da kann man letztendlich dann auch Booster ziehen. Das gehört natürlich zu Yu-Gi-Oh! Auch dazu. Letztendlich gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal über Kristalle, einmal eben über diese Währung, die ihr auf jeden Fall als Einlog-Bonus bekommt. Und dann gibt es hier noch die Tickets, die Ticket-Gacha. Und ich möchte euch das Ganze jetzt gerne mal zeigen mit diesen Kristallen, die hier sind. Da würde ich sagen, öffnen wir jetzt einfach mal 10 Booster und schauen, was wir vielleicht daraus, oder vielleicht ziehen wir irgendwas Cooles raus. Und ist auf jeden Fall auch super schön gemacht. Würde ich euch nicht empfehlen zu überspringen, dann verpasst man einiges. Also ich finde es sehr, sehr schick. Wir lassen das jetzt wirklich einfach mal so laufen. Und vielleicht können wir irgendein Signature-Monster ziehen. In dem Fall ist das jetzt das, was wir gerade gezogen haben. Sind auf jeden Fall ein paar ganz nette Kärtchen dabei. Riesensteinsoldat zum Beispiel, den wir gerade gezogen haben. Sehr, sehr gute Karte hierfür. Oder auch Trickster Lilienglocke. Gerade so Monster mit hohen Verteidigungspunkten sind wirklich sehr, sehr gut. Also mit sowas zum Beispiel kann man hier sehr zufrieden sein. Kann man sich danach auch nochmal in Ruhe ansehen. Also ne, das ist schon nochmal sehr gut, dass wir die gezogen haben. Man kann sich übrigens auch das 3D-Modell hiervon anzeigen lassen. Finde ich, ist auch super schick gemacht. Kann man sich dann auch hier nochmal anschauen. Kann man drehen, wie man will. Und kann sich letztendlich auch hier die Models der Karten nochmal anschauen. Und man sieht natürlich auch direkt die Fähigkeiten. Ne? Also welche Karten oder was die Karten können. Es gibt auch empfohlene Fähigkeiten. Gibt es aber in verschiedenen Kategorien, wo man sich das noch anschauen kann. Wir gehen mal zurück zu Gacha. Und theoretisch könnten wir noch einmal einen Booster aufmachen. Ich würde sagen, das machen wir auch noch, weil 120 Kristalle habe ich noch übrig. Die schauen wir uns nochmal an. Da überspringen wir das Ganze jetzt mal kurz. So. Da haben wir zum Beispiel auch eine Super Rare gezogen. Die Maske der Brutalität. Wieder ein Monster, das erhält 1000 ATK und verliert 1000 Def. Das ist eine super gute Karte. Kann in dem Format sehr wichtig und entscheidend sein. Schauen wir uns später nochmal an. Und dann haben wir hier noch doppelte Karten, die wir schon hatten. Diese werden dann auch automatisch in den Tresor verschoben. Und generell kann man sich halt auch zu Beginn ein Signature-Monster auswählen. Ich habe mich halt für den Blue Eyes entschieden. Und ich glaube, soweit erstmal das Wichtigste. Was ich euch nochmal zeigen möchte, ist eine Geschenkbox. Theoretisch kann man sich da auch was schenken. Dann haben wir auf der linken Seite natürlich dann auch noch eine Möglichkeit, um sich mit Freunden zu connecten. Das heißt, man kann hier Freundschaftsanfragen schicken, Freundschaftsnachrichten und dann gibt es auch natürlich die Freundesliste. Die kann ich euch auch mal kurz zeigen. Da sind nämlich hier gerade der gute Kartjournalist und der Schattenspieler online. Mit denen könnte ich jetzt theoretisch hier interagieren. Und das ist auf jeden Fall die Möglichkeit da, die ihr so habt. Und dann will ich mal gerade gucken, wo ich euch die andere Option noch zeigen kann. Ich glaube, das war sogar hier nach ID suchen, genau. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, also ihr bekommt von einer eurer Freunde einfach die Duellanten-ID und mit dieser ID könnt ihr denjenigen dann als Freund hinzufügen. Ich will mal gerade gucken, ob ich euch zeigen kann, wo die ID ist. Die müsste, glaube ich, hier oben zu finden sein. Hier ist es nicht. Das werde ich euch, ich glaube, hier oben links war das, genau. Da seht ihr auf jeden Fall die ID. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich da auch gerne adden und da gibt es auf jeden Fall dann die Möglichkeit, dass ihr das einfach hier in die Zwischenablage kopiert und dann könnt ihr das euren Freunden schicken und euch dann damit eben dann duellieren. Und ja, ich würde sagen, ich habe euch jetzt viel drumherum erklärt. Wir wollen natürlich jetzt auch mal sehen, wie spielt sich das Ganze. Deswegen würde ich sagen, spielen wir jetzt einfach mal ein Ranglistenspiel gleich. Aber vorher möchte ich euch Tag-Duelle nochmal zeigen. Denn hier kann man auch Raum-Matches spielen. Das heißt, wenn ihr mit euren Freunden jetzt zu viert ein Spiel spielen wollt, wir gehen mal auf Raum-Matches. So, da klicke ich mal hier drauf. Dann könnt ihr theoretisch selber einen Raum erstellen, nach Raum-ID suchen oder nach Bedingungen suchen. Und da könnt ihr dann, wie gesagt, selber einen Raum aufmachen, gebt die Raum-ID ein. Ich will mal gerade gucken, ob ich euch das zeigen kann. Ich habe hier, glaube ich, sogar noch eine ID. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv ist. Aber für den Moment, ja, Raum nicht gefunden. Dann erstellen wir selber kurz einen Raum. Da könnt ihr hier einfach den Raum erstellen, bestätigen und einfach theoretisch die Regeln einstellen.
und dann können eure Freunde hier in diesen Raum dazukommen. Dann geht man einfach zur Tischliste, wählt dann quasi einen Tisch aus, da gehen wir auch mal kurz dran. Und dann könnt ihr euch letztendlich hier auch den Platz wählen, wo ihr im Spiel spielt, denn bei Crossduel spielt man bekanntlich über Kreuz gegeneinander. Und da könnt ihr dann hin und her switchen, wie ihr wollt, und dann könnt ihr auf Bereit klicken und dann kommt man auch schon ins Spiel. Also auch das ist wirklich ziemlich simpel gehalten und auch für jedermann sehr schnell und leicht zu verstehen und ist halt auch eine super schöne Sache für zwischendurch, ne? Kann man auf jeden Fall mal machen und es gibt halt verschiedene Spielmodis, das habt ihr eben schon mal gesehen. Das heißt, wir haben hier einmal Tech-Duelle, dann haben wir die Überfall-Duelle und ihr switcht halt dadurch mit relativ schnell den Modus. Dann gibt es auch noch Event-Matches, aktuell scheinbar noch nicht freigeschaltet. Dann gibt es normale Raum-Matches, da könnt ihr einmal Freundschaftsspiele machen und Ranglistenspiele. Und bei Ranglistenspielen würde ich sagen, genau das schauen wir jetzt mal an und spielen hier gemeinsam mal ein Ranglistenspiel. Da gibt es übrigens dann auch verschiedene Ranks. Aktuell bin ich halt Anfänger, habe hier jetzt noch nicht so viel gespielt. Und hier seht ihr dann auch verschiedene Belohnungen, die ihr erfüllen könnt. Das könnt ihr übrigens auch weiter hinten nochmal einsehen. Das kann ich euch hier nochmal zeigen. Das hier ist das Belohnungsfenster. Da habe ich jetzt zum Beispiel nochmal ein paar Belohnungen, die ich später erhalten kann. So, hier zum Beispiel 100 Edelsteine bekomme ich da. Und dann bekomme ich hier nochmal 100 Edelsteine. Und hier seht ihr auch, was ihr dafür machen müsst. Also, da gibt es einige Optionen und einige Missionen, die man hier abschließen kann. Da gibt es auch was für Anfänger, da gibt es was normale sind. Da habe ich noch einige, die kann ich dann auch hier alle erhalten lassen, die ganzen Preise. Dann habe ich auch tägliche Missionen, also ich habe die noch nicht so häufig abgeholt, wie ihr seht. Da müsst ihr auf jeden Fall drauf achten, damit ihr dann eben auch alles letztendlich gut ausrüsten könnt. So, aber jetzt würde ich sagen, genug gequatscht. Jetzt gehen wir wirklich mal in so ein Ranglistenspiel rein und schauen uns dieses Ranglistenspiel an und klicken hier auf Duell beginnen und spielen das, wie gesagt, einmal kurz gemeinsam durch. Und hier bekommt ihr natürlich, wie bei vielen anderen Yu-Gi-Oh! Spielen vor eurem Spiel, auch immer noch mal Tipps angezeigt. Die können auf jeden Fall sehr nützlich sein, gerade wenn ihr noch nicht so aktiv und auch so erfahren seid. Aber wie gesagt, dafür gibt es, wenn ihr das Spiel zum ersten Mal startet, wirklich noch mal ein Tutorial, das euch wirklich durch alles durchführt. Und ihr könnt es mir glauben, das habt ihr danach zu 100% verstanden. Und ja, wir haben jetzt hier auf jeden Fall das wunderbare Spielfeld. Finde ich, optisch ist es sehr, sehr cool, sehr gut gelungen. Und hier sieht man auch nochmal ganz gut, dass man über Kreuz spielt. Und hier sieht man natürlich auch meine Gegner. Was ich jetzt direkt dazu sagen möchte, ist, ich habe jetzt hier ein Starterdeck. Die Gegner haben eventuell ihre Decks oder ihre Karten schon ein bisschen besser ausgerüstet. Aber das heißt auch gar nichts, denn man kann auch damit wunderbar gewinnen. Was wichtig ist erstmal, man kann theoretisch mehrere Monster pro Spielzug beschwören. Ihr habt drei verschiedene Zonen, das heißt, den beschwören wir jetzt hier mal in Angriff. Der hat dann übrigens auch seine Fähigkeit, die wir ja hier sehen. Das zum Beispiel, wenn er beschworen wird, erhält er 200 Angriffspunkte. Und dann würde ich sagen, packen wir den nochmal hier hin und dann packen wir die da. Das heißt, ihr könnt theoretisch beliebig oft normal beschwören, Tribut beschwören, solange ihr die Bedingungen letztendlich erfüllt. In dem Fall hätte ich jetzt zum Beispiel auch meine Signaturkarte direkt aufs Spielfeld holen können. Ist nur nicht immer ganz so schlau. Es gibt insgesamt 8 Spielzüge, seht ihr hier oben, und aktuell befinden wir uns davon in der Main Phase. Und gewonnen hat auf jeden Fall der Spieler, der am Ende dieser 8 Züge die meisten Lebenspunkte hat. Und das kann auf jeden Fall richtig tricky werden, denn wenn ihr den Gegner direkt angreifen solltet, dann bekommt ihr den Schaden, den ihr verursacht habt beim Gegner, auf eure Lebenspunkte gut geschrieben. 8000 Lebenspunkte sind hier allerdings die Grenze, das heißt, ja, das ist das, was man erreichen sollte. In dem Fall habe ich jetzt hier zum Beispiel auch 200 Life Points dazu bekommen durch die Fähigkeit, weil wenn sie beschworen wird, dann erhalte ich eben 200 Lebenspunkte. Und jetzt geht es hier auch schon in die Battle Phase. Und dann werden jetzt quasi auf diesen drei Linien, die ihr seht, alle Monster in die Mitte rücken und auf der entsprechenden Linie gegeneinander kämpfen. Und das ist natürlich super, super hübsch und auch gerade die Animation habe ich noch gerade, oder habe ich generell noch nicht angesprochen, dass das so schön animiert ist. Das gibt mir auf jeden Fall Anime-Vibes zurück. Gefällt mir wirklich auch sehr gut. Und die Battle Phase beginnt dann jetzt hier. Jeder oder alle Monster setzen sich in Bewegung. Und in der Mitte gibt es übrigens eine Karte, die man gewinnen kann. Und der Gewinner des Kampfes hält quasi eine extra Karte. Das kann ein Darkhold sein, das kann eine Reborn sein, das kann eine Spiegelkraft sein. Also auf jeden Fall kriegt man da eine sehr, sehr gute Karte in der Mitte, wenn man den Kampf für sich entscheiden sollte. In dem Fall wurde das Feld jetzt hier zumindest ganz gut aufgeräumt, haben alle Spieler relativ ausgeglichene Monster aufs Spielfeld geschickt. Und jetzt hat zum Beispiel keiner in der Mitte tatsächlich diese Karte bekommen. Die kann dann schon mal ein bisschen umkämpfter sein. So, wir ziehen auf jeden Fall hier den keltischen Wächter. Den schicken wir mal in die Mitte. Und dann schicken wir hier auf links. Obwohl, es wäre schlauer gewesen, den nicht in die Mitte zu schicken. Sehr schlau gewesen, nach links zu schicken, weil hier hat er zum Beispiel eine besondere Fähigkeit, wo er deutlich schneller mit ist. Wahrscheinlich macht es dann sogar am meisten Sinn, den einfach gar nicht zu beschwören. Ich glaube, wir beenden dann einfach so und schauen mal, ob wir da hinkommen, weil dadurch, dass der eine besondere Fähigkeit hat,
wären wir schneller in der Mitte gewesen und hätten uns sehr wahrscheinlich die Karte sichern können. Und hier kommt der dunkle Magier aufs Spielfeld mit natürlich einer wunderhübschen Animation, aber auch gerade mit der ATK-Anzeige wie im Anime. Wirklich sehr, sehr gut gelungen, muss ich sagen. Aber generell beschwören natürlich meine Gegner hier auch noch ein paar Monster. Und jetzt geht's in die Battle Phase. Wir stehen auch schon in der Battle Phase 2, also im zweiten Spielzug. Deswegen, das wird auch gar nicht so lange dauern. Ich glaube, das Maximum, was ich jetzt für ein Duell mal gebraucht habe, waren 20 Minuten. Das heißt, es ist wirklich relativ kurz gehalten. So 15, 16 Minuten dauert meistens ein Duell. Kann natürlich aber auch mal schneller gehen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen auf bereit. Wir wollen auf jeden Fall nicht angreifen. Wobei, das wäre vielleicht ganz schlau gewesen, wenn hier die Zauberkarte zu nutzen. Da benutzt der Gegner jetzt seine Fallenkarte. Wenn die Position bedrehen wird, wow, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ne? Also das kann auch relevant sein. Und wir kriegen jetzt 400 Schaden direkt, weil ich nämlich geschlafen habe. Aber da seht ihr das auch mal ganz gut. Ich verliere die Life Points und unser Gegner, der uns eben angegriffen hat, der hat die dazu bekommen. Und die Karte in der Mitte ging auch an den Spieler, der sich letztendlich die Mitte sichern konnte. Also ich glaube, das ist für ein Beispiel ziemlich gut gewesen. Und wir sehen jetzt, dass ich aktuell an der letzten Stelle bin. Vielleicht können wir das noch ändern. So, den keltischen Wächter, den möchte ich auf jeden Fall in die Angriffsposition ändern, was man hier einfach per einen Klick ändern kann. Und wir schicken, glaube ich, den Tempokrieger mal hier hin. Wobei wir könnten theoretisch sogar den Blue Eyes direkt aus Spielfeld holen. Die Frage ist, wollen wir das schon? Doch, wir machen das. Ich möchte euch das zeigen, wie das aussieht. Wir benutzen die beiden Monster als Tribut und wie gesagt, wir können das direkt auch alles in einem Spielzug machen. Und der Blue Eyes hat dann die Fähigkeit, dass er eben ein Monster der Stufe 4 zerstören kann. Das habe ich euch ja eben schon mal kurz erklärt in den Modus bei den Talentbäumen oder bei den Skills. Und das kann uns jetzt auf jeden Fall zugutekommen, weil wir dadurch einfach ein Monster des Gegners auslöschen können. Und hier kommt direkt das nächste Signature-Monster aufs Feld. Sieht auch richtig, richtig cool aus. Sehr schön gemacht. Und dann kommt unser Blue Eyes. Sieht natürlich auch hammer cool aus. Und dann haben wir jetzt natürlich schon drei Signaturmonster auf dem Spielfeld, die natürlich das Spiel dann schon mal ein bisschen ankurbeln können. Und wir können theoretisch in der Battle Phase auch den Hot Red hier, den Rotdrachen Erzunderwäldler, an die Verteidigungsposition nehmen. Wobei, nee, Signaturkarten kann man nicht als Ziel wählen, deswegen glaube ich, wird das nichts. Aber das ist natürlich schon sehr stark. Der hat jetzt hier einiges an Angriffspunkten gut geschrieben bekommen. Und da geht es auch in die Battle Phase. Das ist natürlich auch gut. Wähle einen Spieler. Dieser Spieler hält 300 Life Points. Wird man wahrscheinlich eher auf sich selber machen. Und ja, sind schon 5700 Lebenspunkte. Das ist schon einiges. Jetzt überlege ich gerade, ob wir das überhaupt machen. Nee, ich glaube, das passt so, wie es ist. Ich glaube, das ist fast am schlausten, das jetzt noch nicht zu nutzen. Und da geht es wieder auf in die Battle Phase. Dunkler Magier gegen Rotdrachen, Erzunterwälder. Der dunkle Magier wurde hier eben eliminiert. Und dann wird meine Fähigkeit auch aktiviert von den keltischen Wächter, der ein Monster in Verteidigungsposition dreht, was sehr, sehr stark sein kann in der Mitte, weil dadurch ist nämlich jetzt, konnten wir natürlich die Defense-Punkte ein bisschen reduzieren, denn ich glaube, das habe ich eben noch nicht erwähnt, denn wenn jetzt zum Beispiel ein Blue Eyes angegriffen wird von einem 1500er Monster, dann verliert der Blue Eyes dauerhaft den Schaden, den er quasi bekommen hat von dem Monster und deswegen hat er jetzt hier noch 1600 Angriffspunkte und somit kann man sowas auch relativ gut outen. Wir schicken jetzt in die Mitte, oder wir müssen eigentlich hier auf links was schicken. Ja, das müssen wir so machen fast, weil hier werden wir auf der linken Line werden wir angegriffen. Deswegen müssen wir da ein bisschen was hinschicken. Und in Spielzug 4, da sind schon einige Leute jetzt ein bisschen all in. Ihr seht zum Beispiel bei den Handkarten, also ich habe jetzt nur noch eine. Sora hier hat noch zwei, denn dieser MX 2011 hat noch eine. Und Suso Boyle hat eben auch noch eine Karte plus seine Signature Card, glaube ich. Und da werden die Monster wieder beschworen. Sehr, sehr schick. Und da wird eine Fähigkeit aktiviert. Der bekommt nochmal Angriffspunkte dazu. Das ist schon super, super stark. Also ihr seht, die Decks, die sind da schon nochmal richtig gut getuned schon mal von den Leuten. Und ich konnte jetzt hier zum Beispiel auch nochmal 200 Schaden zufügen. Und in der Battle Phase überlege ich, ob ich das jetzt einfach aktiviere, um es euch mal zu zeigen. Ich möchte es euch einfach mal zeigen. Wir drehen jetzt einfach mal das Monster hier oben in die Angriffsposition. Da seht ihr nämlich auch mal, wie wir eine Zauberkarte aktivieren. Funktioniert dann halt in der Battle Phase und da werdet ihr immer nochmal gefragt, ob ihr die denn aktivieren möchtet. Und das seht ihr jetzt gerade da oben, wie das aussieht. So, drücken wir auf bereit. Und ab geht's. Unser Monster wird leider sterben.
Hier konnte der Blue Ass zumindest auch nochmal ein bisschen Schaden anrichten. Aber im Großen und Ganzen kriege ich jetzt hier ganz schön auf die Mütze. 100 Schaden direkt bekomme ich nochmal, weil ich habe jetzt aktuell Stand jetzt kein Monster mehr, mit dem ich mich verteidigen kann. Aber wie gesagt, wir haben jetzt sehr wahrscheinlich auch nicht das Beste, gerade von allen Spielern, die hier teilnehmen. Aber ich glaube, es reicht, damit ihr versteht, wie das Ganze funktioniert. Aktuell sind wir immer noch Letzter, leider. Vielleicht können wir das Ganze nochmal ändern. Wir können auf jeden Fall hier defense-technisch noch ein bisschen was machen. Das müssen wir auch machen. Den setzen wir jetzt mal hier hin. Sonst kriegen wir gleich sehr, sehr viel Damage. Und auf der linken Line, da nehmen wir die 100 Angriffspunkte einfach mal in Kauf. Die tun uns ja noch nicht so weh. Aber 1700, das würde schon wehtun. Und vor allem tun ihnen auch die 1500 Verteidigungspunkte auch weh. Weil dadurch wird sein Monster deutlich geschwächt. Hier haben wir auf jeden Fall den Ram-Clouder, der das Spielfeld betreten hat. Und dann, ja, die anderen Beschwörungen des Gegners. Dann müssen wir schon wieder auf Bereit drücken, wenn alle Mitspieler hier bereit sind. Und dann drücken wir mal hier das Knöpfchen. So, Battle Phase. So. Oh, da wird nochmal hier Verteidigen stoppen aktiviert. Könnte sein, dass es uns erwischt sogar. Ne, es geht auf die Katze. Hier, oder den seltsamen Streuner. So, Battle Phase. Nächster Zug. Da kriegen wir hier erstmal wieder die 100 Schaden, die wir aktuell nicht verhindern können. Und jetzt werden wir hier angegriffen von Multischlag Drache Dragias, der aber, wie gesagt, auch einiges an Damage mitnimmt. Er hat jetzt nämlich nur noch 200 Angriffspunkte. Den sollten wir auf jeden Fall im nächsten Spielzug rausnehmen können. Das hoffe ich funktioniert. So, das heißt, wir gehen jetzt auch schon in Spielzug 6. Das Spiel neigt sich dem Ende, weil wir haben nur 8 Spielzüge Zeit. Und ich muss jetzt versuchen, dass ich hier auf jeden Fall ein bisschen mit Defense, oder ich muss mich irgendwie ein bisschen verteidigen, weil Lebenspunkte technisch aktuell mit Angreifen, wobei wahrscheinlich macht es sogar Sinn, den Angriff zu beschwören. Ich meine, es ist völlig egal, wie rum wir das Ganze machen. Wobei wir lassen es in Defense, weil der muss ja sowieso kämpfen. Wir machen das mal so. Ist auch übrigens ganz schön gemacht, dass man da die Angriffsposition nochmal ändern kann, dass man da nicht irgendwie drauf festgenagelt ist. Also ihr seht, ich habe es gerade geändert, jetzt warten wir noch auf die Gegner und dann können wir hier auch mit dem Spiel weiter fortfahren. Es sieht so aus, als ob einer der Spieler vielleicht hier nicht mehr da ist. Müssen wir mal gucken, läuft hier der Countdown runter, also ihr habt halt nur eine begrenzte Zeit, wo ihr dann was machen solltet und ansonsten ja, würde das Ganze ein bisschen zu lang dauern. Auf jeden Fall werden jetzt erstmal wieder weitere Monster beschworen und dann geht es jetzt gleich weiter in die Battle Phase. Jetzt kommt hier unser Hippo und beim Gegner 2000 Defense ist schon sehr stark, vor allem halt die einen dann auch nochmal wieder. Das ist schon wirklich sehr gut. Hier werden auch die ganzen Fähigkeiten wieder aktiviert und jetzt sieht man auch nochmal ganz gut, dass zum Beispiel dieses kleine Hippo auch diesen großen mächtigen Drachen hier gleich eliminieren kann, nur durch eine stärkere Verteidigungspunktzahl. Ich hoffe natürlich, dass jetzt keine weitere Fähigkeit aktiviert wird, aber wir sind zumindest alle Mann bereit. Und so ist es. Wir kriegen leider wieder 100 Schaden direkt. Also theoretisch müssten wir nur irgendwie Damage drücken und dann können wir relativ schnell eigentlich diesen MX jetzt müssen noch überholen, damit wir nicht Letzter werden. Aber dafür müssen wir irgendwie mal ein Monster ziehen, was ein bisschen Bums hat, dass wir da auch ein bisschen drüber kommen. Aber ja, für den Moment sind wir auf unseren nächsten Zug angewiesen und müssen schauen, was wir ziehen. Weil so gewinnen wir da auf jeden Fall nichts mehr, weil wir haben nicht mehr so lange Zeit. Ne? Also wichtig, das habe ich noch nicht gesagt, ab Spielzug 7 und 8 ziehen wir 2 Karten. Und da sind natürlich dann nochmal die Karten neu gemischt. Und das ist echt gut, was wir gezogen haben. Wir haben Draconetz gezogen, der hat eine gute Fähigkeit bei mir. Der behält 200, oder bekommt 200 Angriffspunkte, wenn er beschworen wird. Und Blockangriff ist auch nicht so schlecht. Und den Hippo, den drehen wir jetzt mal in Angriff. Dann können wir nämlich da auch mal ein bisschen Druck machen. Und vielleicht können wir da doch noch was machen, wenn unsere Gegner nicht so gute Karten bekommen. Also ihr seht, es ist schon relativ offen. Man kann da relativ lange mitspielen. Und da kann man auf jeden Fall einiges mitmachen. Und da ist Draconetz. Und jetzt sehen wir auch gleich, glaube ich, müsste er seine Fähigkeit aktivieren, dass er eben diesen 200 Angriffs-Push dann hier dazu bekommt. Und da kommt erstmal noch ein Signature-Monster. Und das ist auch eine richtig schöne Animation. Und die ist auch sehr, sehr stark. Ich vermute, die wird sich... was ist die Fähigkeit davon? Falls du einen Effekt verwendest, um Life-Points zu erhalten... Boah, das ist richtig stark. Also auch sehr, sehr guter Effekt. Und von uns hat sich jetzt zum Beispiel der Draconetz hier erhöht. Das heißt, wir können jetzt relativ leicht den finsteren Resonator
eliminieren. Ich überlege gerade, ob der Blockangriff Sinn macht. Ich glaube aber nein, aktuell für den Moment macht das nicht so viel Sinn. Oh, das ist sehr stark. Also da seht ihr auch, wie eine Fallenkarte funktioniert. Direkt mal, da sind natürlich ein paar mehr Angriffspunkte jetzt da. Tut natürlich weh. Und jetzt hier wird zum Beispiel auch nächsten Zug erst gekämpft. Da können wir uns dann schon mal was überlegen. Wobei, nee, gar nichts. Wird diesen Spielzug schon gekämpft. Ne? Das heißt, unser Hippo ist hin und die Spiegelkraft wird aktiviert. In der Mitte, das heißt, die Spiegelkraft zerstört jetzt in der Mitte quasi alle Monster. Das ist okay. Hier werden die Karten schon noch ein bisschen auf Null gesetzt, weil zum Beispiel dieser MX, der hat einfach nur noch eine Karte und die ist verdeckt. Das heißt, vielleicht können wir da auf der Line doch noch ein bisschen was machen. Aber wir brauchen dafür natürlich auch erstmal ein Monster, weil ohne wird es schwierig. Vor allem brauchen wir ein Monster, was direkt angreifen kann, direkt dort durchziehen kann. Ansonsten, ja, damit können wir zum Beispiel nicht mehr angreifen. Oder doch, wir ziehen ja zweimal. Okay. Wir müssen irgendwie versuchen, Damage zu machen. Ich würde sagen, wir müssen den hier reinschicken. Ja, setzen dann eine unserer Fallenkarten und Blockangriff, den machen wir natürlich noch nicht. Dann gewinnen die Battle Phase und vielleicht können wir irgendwie noch Schaden machen, aber sieht für uns Stand jetzt nicht so gut aus, weil der Gegner, der wird auf jeden Fall irgendwie ein Monster haben. Aber ja, ich finde es cool, dass ich euch jetzt direkt auch 8 Spielzüge zeigen kann, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Und wundert euch nicht, dass meine Stimme weg ist. Bin ein bisschen angeschlagen. Deswegen manchmal zwischendurch hatte ich ein paar Aussetzer. So. Gegner hat tatsächlich kein Monster beschworen. Wir bekommen hier auf jeden Fall nochmal Angriffspunkte dazu. Und ich glaube, wir müssen Blockangriff jetzt gleich aktivieren. Weil ansonsten kriegen wir hier zu viel Damage. Kommen wir nicht drum herum. So, Blockangriff aktivieren wir. Und gehen auf jeden Fall hier drauf. Ich glaube, der kann sonst einfach durchlaufen. Deswegen, ja, so ist es, glaube ich, am vernünftigsten. Dann kann er zumindest mit seinem Teil hier nicht angreifen. Aber 600 Damage, die werden wir kriegen. Wir gehen jetzt mal auf Bereit und gehen dann wieder in die Kampfphase über, wenn alle dann hier auf Bereit geklickt haben. Und so ist es. Und da wird weitergezogen. Jetzt kriegen wir hier 600 Damage gleich. So ist es. Die 600 Schaden, die bekommen wir. Und unser Monster wird das Ziel sehr wahrscheinlich nicht mehr erreichen, weil so schnell ist es dann eben leider nicht. Und ja, das war dann tatsächlich auch schon der letzte Spielzug. Wobei jetzt hier wird noch was am Ende der Battle Phase aktiviert, da wird sich nochmal geheilt. Ja, das ist halt super stark. Das Deck zum Gegner zum Beispiel hier ist so aufgebaut, dass man sich viel heilt. Also hier gibt es verschiedene Strategien, auch durch Heilen bekommen die Monster weitere neue Stats dazu. Also es gibt da viele verschiedene Strategien, die man wirklich wählen kann. Aber ja, sei es drum. Das Spiel ist zu Ende. Ich habe jetzt hier die Runde leider verloren. Auch wenn keiner wirklich verloren hat, aber ich habe halt die niedrigsten Lebenspunkte, aber ansonsten würde das halt ewig so weitergehen. Und hier seht ihr es, ich letzter, dann die anderen eben als Dritter, Zweiter und Erster. Und wenn man dann hier auf Weiter geht, dann würde man eben seine Belohnung bekommen. Habe ich jetzt keine bekommen, habe ich leider nicht gut genug gespielt, aber ein paar Pünktchen kriegt man hier zum Beispiel noch dazu. Also ganz umsonst spielt ihr da auf jeden Fall nie. Und ihr bekommt natürlich auch immer von eurem Partner Unterstützung, wo ihr dann Vertrauen aufbauen könnt. Und die könnt ihr, wie gesagt, auch beliebig wechseln. Da haben wir ja vorhin schon mal drüber geschaut. Und ja, ich glaube, ich habe euch jetzt erstmal alles gezeigt zu Yu-Gi-Oh! Cross Duel. Solltet ihr noch Fragen haben und irgendwas nicht verstanden haben, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Dann antworte ich da euch gerne nochmal drauf. Und ihr könnt mir, wie gesagt, auch gerne eure Meinung zum Spiel auch nochmal in die Kommentare schreiben. Und hier ansonsten kriegt ihr noch weitere Infos angezeigt zu Updates, Sonstiges und irgendwelche Hinweise. Also falls ihr irgendwas nicht verstanden haben sollt, könnt ihr hier oben auf den Brief klicken. Und da bekommt ihr auf jeden Fall vieles, vieles nochmal erklärt. Und ja, ich hoffe, euch hat dieses Video soweit gefallen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.